Es geht leider, liebe Freundinnen und Freunde, nicht um mich. Nein, es geht tatsächlich um Hans Krankl, der ja seinen 70. Geburtstag gefeiert hat und eine wirklich sehr würdige Feier von Rapid bekommen hat. 3500 Fans wurden geladen, die haben nichts zahlen müssen und man hat sich aber diese Karten bekommen. Dürfen sie, er wurde gefeiert, er wurde zelebriert. Er bekommt fortan auch für jedes Heimspiel 2 Plätze in einer Loge. Es ist ihm vorbehalten, diese reservierten Plätze anzunehmen oder nicht. Man weiß, Hans Krankl war die letzten Jahre nie privat im Stadion, sondern immer ausschließlich als Sky-Experte. Da ist viel Glas zerbrochen worden in dem Verhältnis des wahrscheinlich größten Rapidlers oder eines der größten Rapidlers der Geschichte und seinem Herzensverein. Aber ich meine und finde, es spricht tatsächlich sehr für Rapid und die neue Führung, angefangen von Präsident Vrabec über alles Geschäftsführer Steffen Hofmann, dass man versucht, mit so einem verdienten Spieler, mit dem man durchaus seine Themen hatte in der Vergangenheit, wieder einen guten Draht zu ihm zu finden und dass man auf diesen verdienten Spieler dermaßen positiv und wertschätzend zugeht. Und ich finde das richtig und schön und gut und eine tolle Entwicklung, weil gerade Rapid der Verein ist in Österreich, der als erster einen Legendenclub eingeführt hat, wo die Spieler gratis ins Stadion durften und so weiter, lange bevor die Bundesliga sich einen Legendenclub überlegt hat und andere Vereine und so weiter. Deswegen halte ich das für einen sehr wichtigen und richtigen und guten Schritt und freut mich tatsächlich sehr für beide Seiten, sowohl für den Verein als auch für den ehemaligen Spieler und ehemaligen Trainer Hans Krankl, der übrigens auch als Huldigung eine großartige Doku bekommen hat auf Sky. Ich bin Hans Krankl. Toll gemacht. Gesprochen, du hast schon gesehen, gell? Ja, gesprochen von Markus Klima heißt er. Mhm. Der ich glaube, aller österreichischen Fußballfans Lieblingssprecher. Also wenn der was spricht, ist so viel Epos dahinter, dass man es einfach anschauen möchte. Der könnte auch den Teletext vorlesen und das wäre cool. Völlig richtig. Das ist der Wahnsinn. Mein Highlight bei dieser Doku, muss ich sagen, ist der unrasierte und unfrisierte Hans Krankl, wie er am winterlichen Strand von Jesolo, seinem Sehnsuchtsort seit 4 Jahrzehnten, über die Liebe zum Meer sinniert. Das ist wundervoll. Also das ist für mich ein Stück Fußballdokumentationsgeschichte von Hemingwayschen Format. Es erinnert mich ein bisschen so an diese, vielleicht ist es eine Adaptierung von Der alte Mann und das Meer, Der alte Hans und das Meer, nein. Aber es ist wirklich toll, also kann man sich wirklich anschauen. Und ich möchte zu Hans Krankl auch nochmal sagen, weil ich mir das jetzt durchgedacht habe. Ich finde, Hans Krankl ist einerseits natürlich ein egozentrischer Spieler gewesen, er ist ein Selbstdarsteller und ein Mensch, der von sich selbst in dritter Person redet. Und sicherlich da oder dort zu stolz auf das, was er geleistet hat. Aber andererseits, und das kommt in der Doku auch gut rüber, ist ein total ehrenvoller Mensch, ein Typ, wie es wenige gibt, ein gerader Michel. Und für mich einfach eine total großartige Persönlichkeit. Und vor allem auch eine reflektierte Persönlichkeit. Also das ist schon jemand, der um seine Stärken Bescheid weiß, aber genauso um seine Schwächen und die auch offen anspricht. Und Hans Krankl ist auf jeden Fall jemand, den man huldigen soll und darf. Als Sportler vielleicht nicht, also als Trainer, ja, kann man auch drüber reden. Und vor allem aber auch als Mensch. Und was ich auch bei ihm besonders finde, er ist einer der weniger tragbaren, authentischen, gesunden Patrioten dieses Landes. Mhm. Ja, finde ich alles gut, stimme ich zu. Und finde ich auch wichtig, dass du das reinbringst. Ich sage gerade, in Österreich haben wir jetzt vielleicht nicht so viele Sporthelden, sage ich mal, also im Fußball jetzt natürlich. Dementsprechend, ja, finde ich gut, unterstütze ich. Die Doku habe ich selbst noch nicht gesehen, werde ich aber auf alle Fälle noch machen. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Es wäre jetzt übrigens Zeit für das erste. Achso. Hashtag DBL Levy. Quiz und neu dabei. Ich weiß nicht, darf ich schon vorher anfangen? Nee, du musst rein. Das ist großartig. Bei der Rapidschen Krankl-Gala war ein Überraschungsgast anwesend, dem laut Augenzeuge Peter Linden die Tränen kamen. Fernando Caro. Der Spanier ist seit Juli 2018 Geschäftsführer des deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen. Welche Verbindung hat er zu Hans Krankl? Achtung! Mehrere Antworten können richtig sein. Es hat aber so einen Krieg oder so. Oder es ist was Dramatisches. Es erinnert mich an U-Boot oder so, an diesen Film. Oder wie heißt der? Genau. A. Seine Mutter war einst in Barcelona die Spanischlehrerin der Familie Krankl. B. Er wollte Hans Krankl einst nach Spanien als Trainer vermitteln. Krankl entschied sich 2002, aber aus Nationalstolz dafür, das ÖFB-Team zu übernehmen. C. Er wohnte bei der Familie Krankl, als er als Student in Wien als Sportjournalist arbeitete. A und B. Falsch. Es war A und C.
Also seine Mutter war einst in Barcelona die Spanischlehrerin der Familie Krankl. Damals war Fernando Caro 14 Jahre jung und jetzt als 59-Jähriger ist er noch immer großer Krankl-Fan, schreibt Peter Linden. Und er hat tatsächlich bei der Familie Krankl gewohnt, als er als Student in Wien in den Semesterferien sportjournalistisch tätig war und hat dort unter anderem für die Presse geschrieben. Das war der einzige Artikel, den ich gefunden habe. Er handelte von Olympischen Spielen. Und er soll die Worte zu Hans Krankl gesagt haben: Lass dich öfter in Barcelona sehen, die Leute verehren dich noch immer. Also jetzt bei der Gala, nicht damals. Mhm. Genau. Na, also das kann ich mir gut vorstellen. Ich war vor 13, 14 Jahren in Barcelona, auch im Museum von FC Barcelona. Und auch dort wird das sehr gehuldigt. Also der hat dort wirklich ein Standing, obwohl er nicht lang dort war. Weiterhin unglaublich viele Tore da erzielt, ist Torschützenkönig geworden und was und was alles. Also Europacup-Sieger. Ja, genau. Also der hat ein extremes Standing dort, obwohl er nicht lang da war. Waren ja auch die Zeiten, wo man als Legionär einer von wenigen war. Ja, das war außergewöhnlich. Genau. Ja, aber so viel zu Hans Krankl. Tatsächlich jetzt aber auch zu dem Spiel, das Rapid bestritt. Eine schlechte erste Halbzeit von Rapid, ich sage es einfach frei raus, wo die Witterungsbedingungen sicher sehr schwierig waren für beide Mannschaften, wo Altach aber für mich die gefährlichere Mannschaft war. Und dann eine sehr solide und sehr starke zweite Halbzeit von Rapid, aufgrund derer sie sich auch den Sieg verdient haben, auch wenn der in der Höhe von 3:0 vielleicht ein bisschen darüber hinwegtäuscht, wie die erste Halbzeit eben tatsächlich war. Und der Schmäh des Wochenendes von jedes Sportjournalisten: Was erlauben Strunz?